Ja, Türchen Nummer 4. Wir sind fleißig auf dem Weg zum Weihnachtsmann. Und ja, wir gucken jetzt einfach in Türchen 4, würde ich mal schauen, so was da so drin ist. Nicht mehr lange, oder ist Nikolaus? Oh ja. So, hier ist die Nummer 4. Mal sehen, wer sich da dahinter verbirgt. Passend wäre ja, wenn es jetzt wieder von dir wäre. Das wäre unglaublich. Nein. Ist es aber nicht. Es ist nicht. Ist von mir. Du schummelst doch. Nie und nimmer. Es ist ein Hassspiel von Roland. Was? Maus und Mystik. Oh nee, echt jetzt? Ja, ich hab's genutzt. Oh, du bist so fies, ey. Ja, ich liebe Maus und Mystik. Möchtest du sagen, warum du es nicht magst? Wo soll ich da anfangen? Hey, so schlimm ist es nicht. Nein, es ist nicht so schlimm. Es ist auch eins der ersten Spiele, also ersten, weiß ich nicht, 10 oder, ja, ich glaube eher, eins der ersten 10 Spiele, die ich gekauft habe, weil ich halt Miniaturenspiele auch super cool finde, weil ich halt aus dem Tabletop-Bereich komme, ne? Und da dachte ich mir, Tabletop habe ich nicht so viel Zeit, Miniaturen bemalen, Gelände bauen, also kaufst du dir ein Brettspiel, wo auch vielleicht jeder mal Lust hat, mitzuspielen. Und es ist auch cool, es ist auch schön, aber es gibt so ein paar Regelsachen bei Maus und Mystik, die mich einfach totnerven. Es ist super schwer durchzukommen. Ja. Das finde, also es muss nicht leicht sein. Das meine ich gar nicht damit. Aber es ist wirklich, wenn das Käserad voll ist, bäm, dann geht's schon wieder eine Runde weiter und eine Runde weiter und dann ist das Spiel vorbei und du denkst so, ey, echt jetzt? Ich kann wieder von vorne anfangen. Die nächste Erweiterung, das war nur so ein kleines Ding, habe ich mir gar nicht geholt, sondern die darauf folgende Erweiterung habe ich mir geholt. Da haben sie es wieder besser gemacht. Denn nach dem ersten Szenario hast du es entweder geschafft, oder nicht. Hast du es nicht geschafft, musst du nochmal neu anfangen. Wie ätzend ist das denn? So, und also bei der zweiten Erweiterungsrunde, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Fabelwald oder irgendwie so, da haben sie es gemacht. Wenn du gewinnst, kannst du da weitermachen. Verlierst du, musst du da weitermachen. Und das finde ich cool. Aber zu Maus und Mystik muss ich auch sagen, das dauert 3 Stunden, bis man ein so ein Szenario durch hat. Wenn nicht länger. Oh. Ich freue mich auf die 3 Stunden. Also ich habe es auf jeden Fall nicht aufgeschrieben bei dir auf dem Zettel, dass du dir das wünschst. Daran habe ich gar nicht gedacht an Maus und Mystik. Ich habe dir 100 Mal gesagt, du kannst mit deiner Freundin spielen. Aber ich spiele das so gerne mit dir. Ich freue mich schon sehr. Und wir sind übrigens noch nicht bei der Erweiterung angekommen. Daher. Nein, leider nicht. Aber wir zeigen euch natürlich jetzt auch die Verpackung von Maus und Ja. Mystik. Auch wenn echt viele Leute Maus und Mystik kennen. Ah, guck mal, wir haben es nicht aufgenommen. Gut. Nein. Ja, Ernsthaft? sah so aus, ja. So, da ist es. Ja, das ist Maus und Mystik. Ja. Ja, wir wollen euch ja den Inhalt zeigen und der ist echt ganz cool. Oh. Was ist das für ein Zettel, den du da hast? Ja. Ich habe hier Spielstände aufgeschrieben und ich habe hier auch aufgeschrieben, welche Charaktere wir gespielt haben, welche Sachen die haben und so weiter. Und das richtig Bittere ist, ja, und das ist Beweis, dass das mit mir nicht spielen will. Wir haben das zum letzten Mal am 01.01.2018 gespielt. Ich habe es also geschafft, so lange nicht mit dir zu spielen. Also Maus und Mystik nicht zu spielen. Yay. Das ist doch eigentlich Toll, ganz, oder? das ist doch gut. Nee, ist nicht gut. Aber du weißt ja, was das heißt. Erste, erste. 2020 spielen wir das. Ja, ist okay. Ich freue mich so. So, aber jetzt zeigen wir euch mal was vom Inhalt, warum ich das auch so cool finde. Zum einen, wir haben ja schon gesagt, dass Roland die Figuren bemalt hat. Genau. Und da muss man jetzt nicht, weiß ich, wie künstlerisch begabt sein und auch nicht, weiß ich, wie tausend ja, Stunden da dran sitzen. Das ist eigentlich relativ simpel und leicht gemalt. Fertig. Sieht dann nett aus und auf jeden Fall besser als die Plastikminiaturen. Das macht echt gar keinen Spaß, die Plastikminis sich da anzuschauen. Ja. Was wirklich toll ist, sind die Würfel auf jeden Fall. Die finde ich richtig cool, weil da sind halt so Zeichen drauf. Dann weiß man, was man machen muss. Und da gibt es halt auch den Käse, den sagenumwobenen, der auch, wenn
beide Sachen sind. Also einmal Käse ist gut für mich, wenn ich den bekomme. Und Käse ist aber auch schlecht, wenn es auf Käserad geht für die Gegner, weil da beendet man seine Runden ganz häufig. Ja, was aber, wenn ihr jetzt natürlich der Meinung seid, ey, das hört sich ja echt ganz cooler, Dungeon Crawler mit den Kindern vielleicht spielen, könnt ihr es super machen. Einziger Problem ist, es gibt hier so schöne, also das Regelheft ist wirklich fett, aber da gibt's Flavortext, den man vorlesen kann, was wirklich total toll ist, aber der ist manchmal halt auch ein bisschen lang. Das ist nämlich das Coole, da wird eine Geschichte erzählt. Also das ist nicht einfach, ne, man reitet da durch, sondern es gibt immer eine Geschichte zu jedem Kapitel. Das ist so eine richtige, man wird da richtig reingesogen und man fühlt halt mit denen auch mit. Deswegen mag ich das auch so gerne. Es ist alles super, es ist ja auch eine Kampagne. Das geht ja wirklich von Anfang bis Ende los. Wenn ihr jetzt aber sagt, oh mein Gott, das hört sich super cool an und ich hätte total Bock drauf, mit meinen Kindern da zu spielen, aber Vorlesen ist nichts für mich. Kein Problem, es gibt auch eine CD, die diese Flavortexte vorliest. Und zwar, ich glaube, mehrere Sprecher sind es, die halt auch die Charaktere dann einsprechen. Und das ist schon ziemlich cool. Also wer da sagt, Mensch, da habe ich richtig Bock drauf, kauft es. Ich weiß nicht, ob die CD noch aktuell auf dem Markt ist. Auf jeden Fall war sie jahrelang da. Und ich muss auch sagen, wenn ihr hier das Geld an die Hand nimmt, 40 Euro wahrscheinlich, mehr wird es nicht mehr kosten, dann macht ihr nichts falsch, weil ihr sitzt da ewig dran. Ja, eine neue Ewigkeit kann beginnen. Ich freue mich so. Ich freue mich richtig. Trauer und Erinnerung heißt es. Ich weiß jetzt nicht, was er mir damit sagen will. Tja, das war Türchen Nummer 4. Es kann ja nur besser werden. Es ist grandios jetzt schon. Ja, toll. Macht's gut, ciao.